Dino! Also wirklich. Either he's gone through some changes since the photo, or this is not him. Shit! What the hell happened? Die sind beide verdammt sexy. I think there's been a slight misunderstanding. Tyler, it was the wrong room. Huh? There must be another room 369 down the hall somewhere. Mein Gott, so ein Mist. Und das? Und was ist das? 65, 66, 67, 68, 69? The bird has flown the coop. Das schaust du. Tyler, I promise you. Come on, let's go. Wie Spider-Man. You must realize now that I am not joking. So please, don't delay. I'm moving towards my death. Everything that I've been through since the second I entered that diner, all of it was leading me to this moment. I was tired of fighting, running and hiding all the time. I was losing anyway. There was only one thing left to do. Try to save Tiffany's life. And after that, I decided not to fight my destiny anymore. Oh, schau mir das Obdachlose. That's weird. I get the feeling I've seen that guy somewhere before. Der Sound ist 1:1 reused von sonst was. Wie muss ich überhaupt hin? Ich folge einfach mal dem Weg hier. Das scheint ja doch ziemlich linear aufgebaut zu sein. Hallo? Ja, da war's doch. Da bin ich gerade unten durch das Bild in Bild gelaufen mit dem Rahmen. Also muss ich hier doch richtig sein. Schildhilfe nie, ich komm hier. Jeder kriegt ein Stück von mir. Mensch. Immer nur wollen, wollen, wollen. Oh, Spannung. Alter, chill, chill, Tiffany, chill. Wie fährt das Teil jetzt eigentlich los, wenn er sich reinsetzt? Das muss ja eigentlich gestartet werden, Manuel. Oder? Ich hab ja nie in einem Freizeitpark gearbeitet, deshalb weiß ich das nicht. Und warum hält das Teil jetzt genau hier an? Sie schreit um Hilfe und jetzt, wo ich da bin, will sie nicht mehr, oder wie? Hä, was? Okay, ich glaube, ich habe das falsch gemacht.
Officially they called it a suicide. Ja, ein Suicide mit der Tussi, die da gefesselt ist. Was für faszinierende Suizidmethoden die Polizei da erfindet. Ernsthaft, was für eine Taste muss ich da drücken? And that's how my story ends. Officially they called it a suicide. Wenn der Marker nach links geht, dann drücke ich rechts. Muss ich, wenn der Marker nach links geht, links drücken oder wie? Weil das Sinn macht. Probiere ich das halt. And that's how my story ends. Das funktioniert auch nicht. Okay, ich lese mir das jetzt ganz genau durch. Ach, ich musste mit A und D machen, ja. Ja, Arrow Keys. A und D sind bei mir die Arrow Keys, ja. Bei euch etwa nicht? Dann habt ihr eure Tastatur falsch konfiguriert. Okay. Ich schaff das. Wow, 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 chill, Lukas. Wenn du jetzt abstürzt, dann hau ich dir auf den Kopf, ne? Dann komm ich in den Vergnügungspark und pinkel auf deine Leiche. Bam. So schwer war das gar nicht. Jetzt noch mal mit Zunge küssen. Oh shit. Oh, ich will das Orakel spielen. He is dead, my lords. Good. Very good. Now you must find the Indigo Child as soon as possible. There isn't much time. The visions are becoming clearer and clearer. I've nearly got her position localized. Move quickly. Time is short. The child must not escape us. The prophecy must be fulfilled. You may leave us. Wie sie alle gleichzeitig reden, beziehungsweise irgendwie Übersetzer gegenseitig ergänzen oder so. Das macht mich fertig. That's it. It's over. Now there's nothing to do but wait, though it shouldn't be long. Perfect. All has gone according to plan. I sense another signal. Cerebral spinal activity. I think he's dreaming. Was? Was geht ab? Und da wacht der Marcus nicht auf, wenn der Lukas hier aus dem Bett hüpft, wie sonst was. Was will er überhaupt machen? Ach. Wake up, Marcus, it's time. Hurry up, we don't have much time. Are you sure you want to go, Lukas? It could be dangerous. We have to go in there ready for anything, Marcus, right? Maybe there'll be an alien spaceship inside, or the tomb of an ancient king and all of his treasure. Or a giant frozen dinosaur? And what if it's a secret weapon to take over the world? Come on, let's hurry. The hangar's gonna be well guarded. We better get going if we don't want Mom and Dad to catch us. Dun dun dun. Nicht Mom und Dad. Das wäre ja katastrophal, ne? Don't move or I'll shoot! What the hell are you doing out here at this hour? Get back to your home immediately. Die kleinen Kinder, Mann. Ich knall euch ab. We're lucky that he let us go. But if he catches us again, they're gonna beat our butts. You do what you want, Marcus. I'm going back. Ich
Ich erkenne auf der Map nicht mal, wo ich hin muss. Ah. Okay. Don't move or I'll shoot. Don't shoot, sir. We're just kids. We're the Kane boys. What the hell are you doing out here at this hour? Get back to your home immediately. Okay, das war auch der falsche Plan. Werde ich mich hier wohl einfach vorbeischieben müssen an dem Scheinwerferlicht, wenn es sich gerade wegdreht. Okay, auf geht's. Don't move or I'll shoot. Also wer hat überhaupt diese Crack-Idee? Hey, lass uns das super coole Ding da anschauen. Im Hangar. Ich hab gehört, da gibt's gratis Smarties. Wow. Ja, wie er sich genau in dem Moment, wo ich loslaufe, zurückdreht, er hat sich vielleicht 0,3 Sekunden weggedreht. Wie soll man da durchkommen? Keine beobachte ich ihn jetzt. Okay, jetzt. Wunderschön. Okay. Da um die Ecke ist gleich eine Wache, also sollte ich da nicht hingehen. Don't move or I'll shoot. Wer hat mich jetzt gesehen? Verfickte. Don't move or I'll shoot. Ich glaube, das war genug Fahrenheit für heute. Tschüss, Kinders.